Lachen, Schwitzen, Showtraining, während andere Spaß haben. Phantasialand Backstage. Das sind die British Boys von der Stuntshow in Phantasialand. All und Co. sprechen kaum Deutsch, egal, sie verständigen sich eben mit den Fäusten. Tägliches Training, damit sie sich bei ihren Stunts nicht die Köpfe einschlagen. Wahnsinn, freier Fall, 8 Meter tief. Die Jungs von der Stuntshow hier im Phantasialand haben eine Menge drauf. Und ich will heute auch ein bisschen lernen, wie man kämpft, ohne sich dabei weh zu tun. Lektion Nummer 1, der vorgetäuschte Faustschlag mitten ins Gesicht. Anfangs bin ich noch zaghaft, ich will den Jungs ja schließlich nicht wehtun. Aber beim Tritt in die 12 lässt Paul dann vorsichtshalber zum Schutz die Hände in der Hosentasche. Tja, da darf man kein Weichei sein. Blaue Flecken sind keine Seltenheit. Die Show Beat of the Bronx findet im Brühl bis zu 4-mal täglich statt. Der Prügelsound kommt übrigens live vom Keyboard. Die richtige Tastenkombination ist einstudiert. So wirken die Körpereien täuschend echt. Aber manchmal kann so ein Schlag auch ins Auge gehen. Bist du schon oft verletzt gewesen? Ich nicht, nein. Aber manche Leute, ja. Ja? Ja, ja, aber nicht so viel. Nicht hier. Was sagt denn deine Mutter zu deinem Job? Mag das nicht. Das kann ich mir vorstellen. Denn die Stunts sind nicht ungefährlich. Pauls Sturz ist zwar gefaked, die Explosion und das Feuer sind dafür aber echt. Nach einer Stunde Stunt-Training bin ich zum Umfallen müde. Aber keine Zeit zum Ausruhen. Auf mich wartet schon der nächste Einsatz als Piratenbraut in der Phantasialand-Parade. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Also im ersten Mal ganz wichtig, Kinn nach oben, Brust raus, Schultern runter. Und immer freundlich lächeln. Und winken. Können winken, ganz genau. Freundlich sein, das ist hier das A und O. Jeder Mitarbeiter hat hier mindestens 2 Jobs. Paul ist zum Beispiel Stuntman und Pirat. Dass er heute schon 4 Auftritte hatte, merkt man ihm kein bisschen an. Die Parkgäste sind zufrieden, das ist die Hauptsache. Ein anstrengender Tag geht für mich im Phantasialand zu Ende. Zugegeben, ich hatte jede Menge Spaß. Zurück zum Showprogramm. Stunt-Shows gibt es im Phantasialand schon länger. Doch zur neuen Saison überraschen die Brüller mit etwas völlig Neuem. Beat of the Bronx. Der Kampf gut gegen böse, mitten in New York. Schauspieler und Stuntman Paul Lawman auf dem Weg zur Premiere. Für die letzten Vorbereitungen benötigt er rund 40 Minuten. Ganz besonders trainiert er seine Stimme. Sonst droht bei 4 Shows pro Tag Heiserkeit. Action-Szenen verlangen neben Fitness volle Konzentration. Schläge und Tritte werden mit etwa 6 cm Abstand ausgeführt. Sonst wirkt die Vorstellung nicht echt. Und Paul muss reichlich einstecken. Ich mag die Rolle des Bösewichts. Das Publikum hasst mich, aber auf der anderen Seite liebt es mich auch. Das mag ich. So macht Live-Action Spaß. Lichtprobe und ein letztes Briefing durch die Regieassistentin. 2 Stuntmen gesundheitlich angeschlagen. Dunja Tibor bereitet Paul darauf vor, dass er notfalls improvisieren müsse. Paul soll auch nicht zu rasant über die Bühne wirbeln. Das Publikum brauche schließlich auch eine Atempause und Zeit zum Klatschen. Im letzten Moment geben die Erkrankten dann grünes Licht und melden sich fit für den Auftritt. The show must go on. Die Polizei betrifft die Bürger der Stadt um Mithilfe zur Aufklärung. Sachdienliche Hinweise. Paul spielt den Anführer Shady, den Kopf der Paperback Gang, die das ganze Viertel terrorisiert. Doch seine Bande legt sich mit dem Falschen an, einem jungen Breakdancer, der Pauls räuberische Pläne schlagkräftig durchkreuzt. Für Paul alias Shady kommt es noch dicker. Als er nur knapp einer Explosion entkommt, greift die Polizei ein, um die Gangster endlich zu schnappen. Die Crew setzt sich bei jeder Vorstellung voll ein. An 210 Tagen 4-mal pro Tag. Mit vollem Einsatz
für ein begeistertes Publikum. Gut. Wieder mal die Breakdance. Ja, das war voll geil. Ja, eigentlich auch die Musik war ganz gut. War gut, war lustig. Manöverkritik nach der Premiere. Dunja Tibor hat keine echten Pannen registriert, nur kleine Abstimmungsschwierigkeiten. Dunja ist mit dem Premierentag zufrieden. Allerdings müsse an der Aussprache mancher Wörter noch gefeilt werden. Ansonsten bin ich recht zufrieden, dafür, dass es der erste Tag war und wir viele Probleme hatten, die unerwartet waren, aber es ist die Show geschafft. Und das schaffen wir. In den nächsten 7 Monaten stehen die Stuntmen noch rund 650 Mal auf der Phantasialand-Bühne. Alle Infos zum Phantasialand bekommen Sie auch im Internet. Hier passieren zurzeit wirklich seltsame Dinge. 3 Gauner mit Papiertüten auf dem Kopf machen die Gegend unsicher. Die Polizei schafft es nicht, sie zu fassen. Alle machen sich schon große Sorgen wegen der Papiertüten, der Paperback-Gang, denn... Sie klauen alles, was sie zwischen die Finger bekommen. Hey, wartet, meine Tigerente! Ich muss sie kriegen. Polizei, schnell, helfen Sie mir! Die wollen sich hier irgendwo verstecken. Wo sind sie denn? Ich hab sie doch gerade noch gesehen. Hey, da sind die Ganoven, ja. Hab ich euch. Hallo. Hallo. Wir sind keine Verbrecher. Wir sind Stuntmen im Phantasialand. Möchtest du ein paar Tricks lernen? Ja, gerne. Yeah, klar. Yeah. Super. Okay, klar. Paul zeigt mir zuerst einen der wichtigsten Tricks. Okay, also damit es bei einer gespielten Schlägerei keine echten Verletzungen gibt, muss meine Faust ungefähr 20 cm an seinem Gesicht vorbeischlagen. Für den Zuschauer wirkt der Stunt aber nur dann, wenn die Kamera die Szene von der richtigen Seite filmt. Mit den richtigen Geräuschen wirkt die Szene dann absolut echt. Paul, hattet ihr schon mal Angst vor eurer ersten Vorstellung? Always. The first show. Immer vor jeder ersten Show bin ich nervös, aber das ist auch gut so, denn wenn du nicht aufgeregt bist, wäre das nicht normal. Ganz cool darf ich Paul noch durchs Pappfenster werfen und ihm mit einem Kinnhaken die Zähne, in Wirklichkeit Kürbiskerne, ausschlagen, bis es ihm zu viel wird und er sich wehrt. David, wie bist du auf die Idee gekommen, Stuntman zu werden? Als ich so alt war wie du, schaute ich eines Tages die Serie Das A-Team an. Ich habe die Stuntleute bewundert, wie sie von Häusern sprangen und mit ihren Autos fuhren. Da habe ich mir gesagt, wenn du größer bist, machst du genau das. Here I am. Und wie gut er seinen Job macht, hat er mir gezeigt. Ich habe aber auch schon einiges dazugelernt, oder? Okay, Philipp. Here's your tiger duck. So, Philipp, hier deine Tigerente. Und jetzt viel Spaß bei unserer Show. Kids, don't try this at home. Yeah! Warum David, Paul und seine Freunde jeden warnen, die Stunts aus der Show zu Hause auszuprobieren, habe ich dann ganz schnell kapiert. Das, was da so leicht und gleichzeitig gefährlich aussieht, geht nicht ohne langes und hartes Training. Jeder Schlag und jeder Sturz ist 1000-mal geübt, damit bei der Show alles klappt. Eine Show, die ihr euch beim Besuch im Phantasialand unbedingt anschauen müsst. Ja.